herzlich willkommen zum neuen Video, Freunde. Wir sind endlich angekommen hier beim lieben Toni von KJ. Fragt nicht wie. Der Reifen war wieder komplett leer, als ich losfahren wollte. Ich hatte das Auto an der Halle stehen und Gott sei Dank war ein Hallenkollege da, weil ich den Schlüssel nicht hatte von meiner Halle. Da war ein Kollege da und der hatte einen 20 Meter Schlauch für einen Kompressor. Und da haben wir da eben nochmal Luft drauf geknallt. Und sobald ich losgefahren bin, war wieder dieses. Und da habe ich habe direkt gesagt, komm ab auf die Bahn. Und ich hatte die ganze Zeit Angst, aber wir sind Gott sei Dank, seht ihr ja, wir sind angekommen, Toni. Da haben wir ein BMW M5, F10 heißen die ja. F10, ja. V8 Biturbo, ne? Wir begeben uns mal in ganz neue Gewässer. V8, also S65, S85 ist ja fast derselbe Motor, nur mit zwei Zylinder mehr, der S85. Den haben wir jetzt schon des Öfteren gemacht. Und da haben wir schon das ein oder andere Auto gerettet, vor dem Tod, sag ich mal. Ne? Richtig. Da waren ja schon der ein oder andere M3 dabei, mein M5. Das wären Fahrzeuge gewesen, hätten wir da glaube ich, nicht Hand angelegt, wären da noch ein, zwei Hände gekommen. Und dann wären die Fahrzeuge, hätte man da so viel investieren müssen, dass kein Mensch gesagt hätte, den retten wir, sondern... Aber das ist ganz andere Liga, ne? Das ist nochmal eine ganz andere Liga. Das wirst du ja gleich nochmal drauf. Wirst du ja noch ein bisschen drauf eingehen können, weil motorentechnisch bist du dann natürlich, ich weiß nicht, wie viele Motoren du da schon gemacht hast. Ein paar. Ein paar. Ja, wie gesagt, V8 Biturbo. Ne? Ich glaube, meinst du, es wird da nochmal. Also zum S85 ist, glaube ich, gleich teuer, so ungefähr, ne? Was man da so investieren muss, etc. Kommt drauf an, was du machen musst. Einzige, was man hier zum Beispiel nicht machen muss, den Lagerschein, ne? Ja, doch auch. Ja, aber nicht wie beim S85, da 160 bis 80.000 Kilometer. Also ja, ich kenne keinen, der ihr Lagerschein macht. Ja, weil sie alle immer sagen oder hören, die sollen es nicht machen. Aber theoretischerweise 80 bis 100.000 würde ich es schon machen. Aber warum? Ist kein Hochdrehzahlmotor. Ja, spielt keine Rolle. Material, BMW verbaut da einfach Scheißlager. Okay. Ja, wo fangen wir an? Wo hören wir auf, Toni? Mal zu deiner Information, das ist ein Katar-Import. Es war wohl mal eine deutsche Erstauslieferung. Ist an der Katar gegangen. Und wir brauchen uns nicht darüber erzählen. Ich weiß nicht warum. In Katar, da sind irgendwelche... Habe ich mir sagen lassen, Studenten zum Beispiel, die Bock haben, eine dicke Karre zu fahren. Dann Papa gibt einen aus oder sowas oder dieselben finanziellen Reichen, kaufen sich die Karre, aber investieren keinen Cent. Sie investieren keinen Cent. Die schmeißen irgendwelche Felgen drauf, ohne Gutachten oder was. Ne? Gut, das interessiert ja da eh keinen. Also fahren einfach, machen nichts, was mit Inspektion zu tun hat. Und dann kommt das Fahrzeug hier nach Deutschland. Es war auch schon wieder der billigste, denke ich mal. Auf jeden Fall. Kostet das Ding? Weit unter 30. Ja? Ja, weit unter 30. Also ein stabiler kostet 30. Ne? Ja, ich denke so 30, ich habe auf jeden 30, Fall, ne? Ich habe auf jeden Fall weniger bezahlt, sonst würde ich es nicht machen. Auf jeden Fall, was heute interessant wird. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall checken. Ich höre starke Geräusche von der Hinterachse. Mhm. Also entweder im günstigsten Fall Reifen, zweitgünstigster Fall Radlager, drittgünstigster Fall oder schlechtester Fall schon wieder Differentialschaden. Mhm. Weil es hört sich stark so an. Also das Differential hört sich so an, als wäre gar kein Öl drin oder es ist einfach kaputt. Motorlampe an? Ja, alles, Antriebsschrank, alles. Also es ist nicht MKL an und Notlauf, so wie ich es mir gedacht habe, sondern Antriebsstrang. Das wird wieder ein Szenario. Ja. Antriebsstrang hast du gesagt, ich hatte schon einmal mit dir telefoniert, da hast du gesagt, das können mehrere Faktoren sein. Ja, ja, der macht einfach im Bordcomputer in der Mitte einfach eine Fehlermeldung, Antrieb gestört. Mhm. Das können aber alles halt, was mit dem Antrieb, auch Motor und Getriebe zu tun hat. Ne? Komplett. Kann alles mögliche sein. Ja. Je nachdem, was du für ein Fahrwerk hast, ne? Adaptives Fahrwerk und so, geht da auch mit rein. Ne? Da müssen wir einmal schauen, also das ist so die eine Baustelle, wo ich erst gehofft hatte, ey, vielleicht haben wir diesmal gar nichts mit dem Motor zu tun. Vielleicht ist nur eine Kleinigkeit. Diesmal ist der Antrieb irgendwas. Okay. Einfach Teil tauschen, fertig. Aber läuft der denn? Habe ich mir gehofft. Und dann hatten wir einmal Fehler gelöscht, dann bin ich losgefahren und auf einmal Zündaussetzer bekommen. Ah, okay, siehst du? Zündaussetzer. Meine Frage schon beantwortet. Ja, so lief er dann und ich weiß nicht, was es ist. Aber da am besten Kompressor mal messen, ne? Ja, da haben wir zwei Sachen. Denn es gibt beim Fehlerauslesen hier bei diesem Motor, da gibt es natürlich so ein paar Fehler, wo du vielleicht sagst, es könnte eventuell eine Zündspule sein, es könnte aber auch ein Injektor sein, der einfach defekt ist. Genau. Das wäre natürlich auch wieder der günstigste Fall, aber du kennst ja die Fehler schon. Du hast tausende Fehlerquellen hier in deiner Werkstatt gehabt. Du siehst dann zum Beispiel auch einen Fehler, wo du vielleicht sagst, dieser Fehler deutet eher darauf hin, dass wir einen Kompressionsverlust haben oder einen materiellen Fehler am Motor. Richtig. Ne? Richtig. Und das wird spannend. Also ich würde sagen, wir gucken erstmal Differential. Also wir heben hoch. Wir heben erstmal hoch, genau. Schauen uns mal den an. Ja. Dann gucken wir mal hinten Differential. Genau. Danach. Weil optisch brauchen wir gar nicht gucken hier. Nein, ich meine, okay, die Felgen und so brauchen wir nicht eingehen, auf die Spiegel auch nicht, auf die Haube auch nicht, egal. Da muss genug gemacht werden. Das ist dein Bier, ne? Wir müssen erstmal Worst Case gucken, ne? Auf jeden Fall. Also erstmal hinten an Achse, dann gucken wir uns mal von unten den Motor an. Dann lesen wir den mal aus. Genau. Und dann würde ich sagen, wird sehr, sehr aufschlussreich die Kompressionsdruckmessung. Ja, wenn wir sie überhaupt machen müssen. Das würde am meisten Sinn machen, ne?
Ja gut, wenn er jetzt einen Zylinder explizit anmeckert und wir gut drankommen und wir haben eine Düse da, könnten wir die Düse theoretischerweise mal tauschen. Ja, aber ich glaube, wir sollten schon gucken, wie der Motor aber von Kompression ist. Ja, ja, können wir machen. Ne? Klar, natürlich. Das ist kein Problem. Ja. Wir können ja schon mal von oben, wenn wir einmal hier sind, die Haube aufschmeißen, ob dir irgendwas Drastisches auffällt. Aber du hast ja auch gerade den Motorlauf gehört, als ich reingelaufen bin. Mhm. Mein Ohr hat mir gesagt, es ist soweit alles in Ordnung. Also der Leerlauf etc. hat sich erstmal ruhig angehört. Kannst du ja mal. Ich starte doch mal einfach. Ja, ich starte. Jetzt sind wir ja mal gerade hier. Genau. Warte mal, ich mach mal kurz den Behälter auf. Okay, das sieht schon mal gut aus. Starten Sie die Engine. Ich muss die Haube hier festhalten, weil die fällt mir sonst auf den Kopf hier. Aber das war doch gerade komisch, oder? Das hat krrrr gemacht. Wenn du das sagst. Wenn ich das... Aber gerade hat er so ein Geräusch gemacht. So. Also du hast schon ein auffälliges Geräusch gehört? Ja, gerade beim Starten. So krrrr. Leuchtet das was? Weißt du irgendwas? Vielleicht war das irgendeine Klappe oder so. Oder vielleicht hat sich dieser Motor gerade verstellt oder so. Hat überhaupt schon mal Vitronic? Weiß ich jetzt gar nicht. Kann ich jetzt so nicht sagen. Aber so läuft der doch gut, oder nicht? So läuft der eigentlich echt sauber, ja. Also wenn der jetzt Kompressionsverlust hätte, dann würdest du das eigentlich schon direkt merken, ne? Also was wir jetzt mit sauber laufen meinen, ist zum Beispiel... Also hier laufen alle acht auf jeden Fall mit, sagen wir mal jetzt so. Jetzt gerade, ne? Ja, ja, klar. Aber halt rasseln, auffälliges Kratzen, unruhiger Motorlauf. Unruhiger Motorlauf, das ist das, was das am auffälligsten ist, ne? Genau. Definitiv. Aber so erstmal, ich kann dir mal ein bisschen Gasstöße geben, dann kannst du auch nochmal was sagen. Ja, aber so läuft der echt gut, ne? Ja, ja, okay. Ja gut, das Einzige, was mir hier auffällt, dieses Pluskabel hier von dem Lüfter ist irgendwie jetzt gerade aktuell, was ich als erstes sehe, ein bisschen komisch verlegt. Siehst du, das ist auch mit Kabelbinder da festgemacht. Wahrscheinlich ist das hier schon mal in den Lüfter gekommen, weil das da unten so ein bisschen radiert ist. Aber auch beim Gasgeben lief jetzt gut, oder? Ja, also ja, jetzt nichts Auffälliges. Da ist mir auch nichts aufgefallen, ja. Wir lesen den erstmal aus gleich. Wir heben den erstmal hoch. Deswegen, ich bin wirklich froh. Halt mal kurz fest. Ich bin glücklich. Ich glaube, auch in Katar. Schmeckt Y-Food wohl, Klassik Schoko, immer noch am besten. Für nervenaufreibende Arbeiten ist natürlich auch manchmal keine Zeit für Essen und da kommt so ein Y-Food auf jeden Fall perfekt. 33 Gramm Eiweiß, 500 Kilokalorien, ersetzt eine komplette Mahlzeit, Freunde. Eine perfekte Nahrung, Ergänzung, wenn ihr mal unterwegs seid. Ihr habt keine Zeit zum Essen etc. Muss mal eben was rein. Besser geht's nicht, denn wir haben natürlich Nährstoffe, auch alles mit am Start. Es gibt viele verschiedene Geschmackssorten. Probiert euch einmal durch. Es gibt ein versandkostenfreies Taster-Pack, welches zu euch nach Hause kommt. Dort könnt ihr einmal die ganzen Geschmackssorten durchprobieren. Riegel haben wir auch im Sortiment für den Snack für zwischendurch. Probiert's einfach mal aus. Mit meinem Rabattcode gibt's wie immer 10% auf das ganze Sortiment. Und den Link findet ihr wie immer ganz oben in der Videobeschreibung. Aber hier haben sie auch schon mal irgendwas gemacht. Wo denn? Ja, im Steuergeber. Hier sind irgendwelche Zahlen drauf, mit irgendwas draufgeschrieben. 3, 4, 5, keine also Ahnung. Also haben sie mal irgendwas getauscht vielleicht, ne? Oder Zündspulen überprüft oder... Steht da auch was drauf? Da hinten stehen auch Zahlen, ja. Was für welche? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, weil hier ist eigentlich Zylinder Bank 2 und da ist 1. Also ich weiß nicht, warum die hier 3, 4, 5 drauf stehen. Vielleicht einfach zum Sortieren oder... Vielleicht haben sie die Kabel abgehabt mal oder so, ne? Ja. Und haben die wieder... versucht hier dran zu machen oder so. Vielleicht ist ja auch wirklich was Großes im Argen, weiß man jetzt auch nicht, ne? Ja, aber hier waren die auf jeden Fall schon mal dran. Die Lambda-Stecker hier, siehst du, die sind alle nicht fest. Sind alle lose, die kommen, ne? Hier oben kommen so Halter rein von da an der Seite. Also da muss auf jeden Fall schon mal das Ding hier abgewesen sein. Ja. Ne, hier der Unterdruckschlauch ist falsch verlegt. Mhm. Werden wir gleich rausfinden, ja. Würde ich sagen. Dann, bevor wir den hochheben, ist hier noch eine Sache. Gehen wir mal einen Check. Gehen wir mal einen Check. Da müsste dir jetzt eine Sache am Heck auffallen. Am Heck? Ja, am Heck. Gesamtes Heck. Was fällt dir auf? Auspuffanlage. Genau. Da soll eine, wie man sehen kann, Akrapovic drunter sein. Aber ich sag dir eine Sache. So wie das hier verarbeitet ist, das Carbon, ich gebe dir Brief und Siegel, dass das keine echte ist. Denn ich hätte riesen Glück, wenn das eine echte wäre. eBay Kleinanzeigen, stellst du rein, 5.000, 6.000 Euro, sie ist sofort verkauft. Ja, ja, normal. Weil die kostet neu 7.000 bis 8.000 Euro. Ist eine Titanauspuffanlage dann von Akrapovic. Ich habe ja eine liegen. Wo denn? Hier. Zeig mal. Können wir uns die ja mal verabschauen. Die ist jetzt zwar vom M6, aber da, siehst du, die ist ja. Das ist ein BMW M-Performance, eine Akrapovic und du siehst hier komplette Titananlage, ne? Genau. Das heißt, Schalldämpfer allen drum und dran. Das heißt, wir müssen jetzt gleich unterm Auto, das ist auch die erste Instanz, wir müssen uns das genau angucken, ist das eine echte oder ein Fake? Genau. Wenn das eine echte Abgasanlage von Akrapovic ist, habe ich schon quasi einen kleinen... Es kann ja nur sein, dass diese Anlage ja gleich ist, aber du siehst ja hier, diese Dinger sind ja auch mit Schellen nur aufgeschraubt.
Also die Anlage ist eine Akrapovic, ja. Aber er kann ja sein, dass er eine Serienanlage hat und diese Dinger nur drauf. Das meine ich ein Fake-Ding genau. gekauft das hat. Meine oder ich so, ja. Immer, ne? Aber wenn ich hier eine Akrapovic runter habe unter dem M5, dann haben wir schon einen kleinen Jackpot, würde ich sagen. Ja, ja, das auf jeden Fall. Deswegen dann prüfen wir das mal. Kannst du mit einer Hand hochheben, das Ding. Wir heben ihn mal hoch. Oder aber, auch was von Heck? Nee. Aber ich gebe dir Brief und Siegel. Es ist keine. Bei meinem Glück ist es keine. Sag ich dir jetzt schon. Oh, dann komm, lass mal das Ding mal hoch. Dann lassen wir das Ding mal hoch. Dann gucken wir mal. Meinst du, es fällt schon irgendwas raus? Das glaube ich jetzt nicht. 400 Kilometer konnte ich ja hinfahren. Das größere Problem war eher, es hört sich erstens nicht gesund an. Du bist ständig im Notlauf, maximal 130 km/h. Mhm. Und mit den Rädern, also das ist auch. Guck dir das mal bitte an. Was ist das? Guck dir das mal bitte an. Was ist das? Wie kann man eine Felge so massakrieren? Aber wirklich massakrieren, komplett. Das ist ja nicht mehr normal. Da sehen meine ja noch gut gegen aus, ne? Deine? Ja. Pass auf, ich halte das nicht aus, ich muss direkt unter die Abgasanlage. Ist keine. Ja, sieh mal direkt, ne? Ja, natürlich ist das. Ja, ist natürlich keine. Ist eine ganz normale BMW M. Ja, du musst. Wo sieht man das? Nee, warte mal. Da steht schon Akrapovic. Toni, was ist das denn jetzt? Da steht doch Akrapovic. Made in Slovenia. Also die Endtöpfe sind Akrapovic. Warte mal. Ja, ja. Jetzt muss ich zum Mitteltopf. Oder? Bis wohin geht das denn? Ey, Toni, ist das doch eine Titan? Könnte sein. Ich werde bekloppt. Also, warte mal. Guck mal. Steht das denn hier nochmal auf? Also, ja, die auf jeden Fall. Aber von der Mitte her. Die Endtöpfe sind auf jeden Fall Akrapovic. Alter, geil. Das heißt, die gehen hier. Hier ist die erste Trennungsstelle. Das heißt, man müsste gucken, ob es hier weitergeht. Auch Akrapovic. Aber das scheint ein Material zu sein. Und die gehen bis hierhin, hier ist eine X-Pipe. Warte, ich geh mal gucken, wie das da aussieht. Und dann geht das bis hierhin. Guck mal, wie die Nummer drauf geht. Auf diese Mitteltöpfe. Ja, das sieht hier quasi genauso aus. Aber das Einzige, was mich ein bisschen wundert, ist, dass der dann da nicht verfärbt ist. Weil die Farbe färbt sich immer lila, ne? Ja, lila-blau so, ne? Aber doch hier ein bisschen, die ist nur so verrostet. Hier hast du das Blaue, guck mal. Ja, Schmutz halt, Katar, keine Ahnung, Sand. Boah, das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, ne? Das könnte echt ein Jackpot sein. Aber du siehst hier diese blaue Verfärbung, siehst du das? Ja. Und das, hier, guck mal, und das macht eigentlich nur die Titanabgasanlage. Hier, guck mal hier. Hier siehst du die blaue Verfärbung. Siehst du das? Beruhig dich. Ich kann mich nicht beruhigen, ich bin gerade richtig aufgeregt, weil wir reden hier von 5.000 bis 6.000 Euro. Hat da wieder Lunte gerochen. Ja, was denkst du denn? Das wäre die einzige kleine Entschädigung. Einmal im Leben Glück haben. Das wäre es doch mal, oder? Ja, warte, wir leuchten jetzt hier und dann gucken wir. Jetzt haben sie natürlich doof, guck mal, dass es hier oben drauf steht. Aber man kann's natürlich ja, aber sehen. Toni, du siehst doch, dass es blau verfärbt ist hier überall. Guck doch mal hier. Das ist doch, das ist einfach nur der Katar-Schmutz mit Sand und Matsche. Das ist echt eine Akrapovic-Anlage. Ich werde bekloppt. Ich glaube schon, tatsächlich. Ich dreh durch, Alter. Oh. Ja, ja, doch hier. Ey, sonst wurde ich immer nur verarscht. Immer. Ja, ja, ich denke schon. So ein Fake hätte super gepasst jetzt in dieser Situation, weißt du? Aber ich glaub's nicht. Ist echt ein Akrapovic. Boah, ist das geil. Und das sieht auch nicht gefälscht hier aus, also. Nee, das ist doch, guck mal, die Nummern sind doch genau die gleichen. Und hier, guck mal, hier hast du auch so ein Akrapovic-Zeichen, also dieses Markenzeichen. Ja, und das passt auch von der Nummer. Ja. Ja. Oh, das bringt mir eine Lampe, die leer ist. Also. Mega. Geil, ohne Scheiß. Ich weiß nicht gerade, was sie angeht. Guck mal. Ja, das ist 100%. Das ist ganz anders, ne? Ja, klar. Das ist echt eine Krabbe. Ey, ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt. Ja, die Nummer, die steht genau hier in der Mitte, siehst du? Oben, ne? Ja, die steht hier genau in der Mitte. Kommst du natürlich mit der Lampe nicht dran. Ja, ja. Das ist natürlich doof. Aber ich geh mal stark davon. Also okay, jetzt reicht's aber langsam. Geil, ja. Jetzt haben wir 11 Minuten wirklich tatsächlich drüber. Okay, jetzt kommen wir zum Wesentlichen. Pass auf, wir wollten ja hinten weiter gucken. Zum Geräusch. Genau. Das heißt Differential. Eigentlich wäre es jetzt cleverer, wenn ich mich eben reingesetzt hätte und wir den einmal auf der Bühne laufen lassen würden.
Ja, aber das kommt nicht vom Differential, das kommt eher von der Antriebswelle. Ja. Und die Reifen, die eiern total. Echt? Ja, ja, die haben so einen richtig extremen Höhenschlag. Lass sie erstmal wieder runter, ja? Von der rechten Antriebswelle, ich zeig dir das jetzt. Also können wir wieder Glück haben. Weil Differential. Ja, Differ, ich habe gehört aber gar nichts. Ein bisschen kein Malgeräusch, null. Ja, okay, das ist super. Ja. Das ist schon mal eine Erleichterung. Aber dieses Krick, ich zeig dir jetzt was. Die erste Instanz wäre hier eh alle Felgen runter, alle Reifen runter. Ja, sowieso, weil das. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Das Auto muss ja auch fahren wie so ein Ei. Ja, das ist Unwucht, ne? Ne, weil das muss ja so fahren. Ja, Unwucht. Wie so ein ne, Schiff hier, Ahoi-Schaukel. Ist nicht schön, ne? Okay, das ist schon mal der nächste Haken. Akra-Haken. Akra-Haken. Differentialschaden, nein. Haken. Haken. Gut. Weil ja, Antriebswelle brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, das wäre das kleinere Übel. Ja, weil, da, also du, das kommt auf jeden Fall von hier, also aus diesem Bereich, würde ich sagen. Nicht von da? Okay, also das Geräusch kommt auf jeden Fall von hier, also irgendwo aus diesem Bereich, so. Ne? Ja. Wir haben einmal hier gehört und einmal hier gehört, also da war nichts. Ja. Also ich denke eher Antriebswelle, deswegen auch hier der Matsch da hinten, aber den kann man jetzt auf der Kamera wahrscheinlich nicht sehen, oder? Ja, da sieht man das Fett, ne? Ja. Wo es herausgespritzt ist, ja. Ja. Es kommt auch nicht hier von dem Gelenk, also ich denke eher, es kommt, also nicht von dem Flansch hier, sondern es kommt eher von diesem Bereich. Also macht so ein richtiges. Also eher Antriebswelle, das wäre auch schon das mal. Das ist doch wieder eine Geräuschsimulation jetzt. Ja, hast du das gehört? Aber das wäre super. Gut, dann haben wir hinten schon mal auf jeden Fall nichts Schlimmes. Außer die Reifen natürlich, ne, brauchen wir nicht drüber. Außer Reifenfelge, das muss weg, ja. Genau, dann wenn wir doch einmal hier kurz hin, dann können wir uns mal kurz die Scheiben angucken. Ist eigentlich schon fast kurz vor, ne? Ja, Scheiben, tote Hose, ne? Ja. Also alleine von der Optik her und alleine von dem Tragebild hier würde ich die schon tauschen. Ja, das ne, also da würde ich gar nicht lange rumfackeln, ne? Weißt du auch warum? Katar wahrscheinlich, ne? Driften, dies, das, ESP greift immer, jedes Mal, ne? Weil wenn das ESP greift und das Fahrzeug möchte in irgendeine Richtung, wo der Fahrer nicht hinlenkt, sag ich mal, das System erkennt das und bremst hinten die Bremse halt immer. Ja, immer ab, ne? Genau. Bremst immer rechts, links und dadurch hast du dann manchmal ein erhöhtes Verschleißbild an der Bremse, an der Hinterachse, wenn halt immer das Fahrzeug am Grenzwert bewegt wird und das ESP-Regelsystem gegenwirken möchte. Aber trotzdem erstaunlich wenig Sandstaub, sag ich jetzt einfach schon, mal. Ne? Also ich habe schon andere gesehen, die waren schon richtig zugestaubt. Kennst du wie zum Beispiel von Bayern vom Salz, also Österreich, Schweiz? Mhm. Die Autos siehst du auch und da siehst du meistens das immer, das ist wie so eine Sandschicht. Die lagert sich hier überall ab, aber guck mal, hier hast du gar nicht. Mhm. Ne? Also da ist nix. Das ist ja super. Bisschen Dreck, aber ist okay. So, die Mitte haben wir fast abgehakt. Hier haben wir nur noch eine Kardanwelle laufen, aber... Ja, du kannst hier immer, du kannst die Welle hier greifen und einfach versuchen, mit dem Druckpunkt nach hinten die ein bisschen hoch und runter zu bewegen. Weil das Mittellager sitzt ungefähr hier. Man kann es halt ein bisschen merken, ob es ausgeschlagen ist. Das ist halt ein bisschen schwierig, ne? Aber sieht okay aus, ne? Jetzt würde ich nur hier hinten die Hardyscheibe noch gucken. Aber das ist ja auch das kleinste Problem, ne? So eine Hardyscheibe, weißt du selber, was die kostet. Ist ja Getriebe sehe ich jetzt hier, das wäre das nächste. Drastischen Ölverlust, ne, ist am Schwitzen. Wenn wir jetzt drastischen Ölverlust hätten, dann wäre hier unten alles nass und am Tropfen. Spätestens hier wird es ja rauslaufen, durch Fahrtwind, ne? Ja gut, wir haben Ventildeckendichtung undicht. Also wenn du hier reinguckst, würde ich jetzt eher nicht sagen, dass es undicht ist. Auspuffschraube fehlt auf jeden Fall eine hier. Also eine Mutter. Okay. Das ist jetzt nicht so tragisch. Hier können wir da drauf machen. Hier auch. Hier ist abgerissen, der Bolzen. Ja. Auf der anderen Seite eine drauf. Ist eine drauf, ja. Ja genau. Da auch. Da fehlt eine, aber das ist nicht so tragisch. Gucken ist nicht so tragisch auf jeden Fall. Wegen Ausbauen und so. Kriegt man ja raus. Hier ist alles trocken soweit. Untenrum ist er auch trocken. Hier Ölfiltergehäuse. Also Ölfilterdeckel ein bisschen feucht, aber auch ein bisschen am Spitzen. Auch nicht so übel. Dann haben wir noch ein bisschen übel hier Servolenkung. Da haben wir aber schon den kleinen Übeltäter, der auch ein bisschen feucht, siehst du? Gummilage abgerissen. Das Bereich, ne? Da haben wir ja wieder das Übliche, wenn du ein Auto bringst, unter Bodenverleitung. Kaputt oder das gar nicht vorhanden. Irgendwie immer, ne? Das ist immer so, ne? Aber Querlenker schon mal neu bekommen, also mindestens auf der Seite hier. Also der Querlenker ist auf jeden Fall schon mal neu gekommen. Der ist schon mal neu bekommen. Jetzt weiß ich nicht. Das sieht so ein bisschen hier kaputt gebogen aus, ist wahrscheinlich schon mal aufgesetzt, ne? Ja, ja, halt. Guck mal. Halt abgerissen von. Kommt eigentlich unter Bodenvergang hängen geblieben. Weißt du, gut aus. Also, ich würde jetzt mal sagen, vom Zustand von unten ist er auf jeden Fall besseren Zustand als der M3 zum Beispiel, ne? Ja, viel besser, auf ne? Auf jeden Fall, definitiv. Also, jetzt so. Klar, du könntest jetzt natürlich, wenn diese ich jetzt Platte hier die ganze Scheiße abbauen. Sollen wir vielleicht einmal nur die große Platte abnehmen? Das ist einmal mit dem Rattermann hier die. Weil dann sieht man auf jeden Fall den Motor von unten. Ja, kann man machen. Das wäre vielleicht nochmal so eine Sache. Ja, sehe ich schon am ersten Blick. Ist jetzt auf jeden Fall nicht saftend. Also guck mal hier, von da müsstest du jetzt sehen. Da müsste sie alles ablagern. Wäre jetzt irgendwas undicht, stark undicht, wäre hier eine Ölpfütze, ne? Genau. Oder Lache, wie auch immer. Ey, was ist... Ey? Wo hast du die Schrauben?
Hier. Der freut sich voll. Ja, irgendwie entwickelt sich das hier gerade mal nicht zu einem absoluten Horror. Und wer hätte das gedacht? Oder hättest du das gedacht? Nein, absolut nicht. Du hättest doch auch gedacht, eine volle Katastrophe, ja, oder? Und irgendwie... Toni, sag du doch mal was. Du hast doch so viele M5s schon gesehen. Also zustandsmäßig 1 bis 6, sag ich mal. 3. Bis jetzt, ne? Ja. Aber Motor und so? Also terraintechnisch gesehen will ich sogar 2 sein. Ne? Ja. Überleg mal. Wahnsinn. Weil es ist jetzt tatsächlich nicht viel, ne? Also wenn du siehst, klar, du hast ja gerade schon gesehen, es schwitzt hier ein bisschen, hier siehst du es ein bisschen besser jetzt. Ne, da siehst du es ein bisschen mehr. Okay, ja. Macht man halt erstmal ein bisschen sauber, zur Not. Weißt du, was eine Ölwanne kostet? Machen wir doch eigentlich immer, ne? Aber hier muss auf jeden Fall schon mal irgendwas gewesen sein mit Kabel, weil irgendwie ist alles schon mal abgebaut gewesen hier. Aber du siehst ja jetzt zum Beispiel die Riemen, kannst du einmal begutachten. So, ja, das sieht auch einer. Wie gesagt, öltechnisch, austrittsmäßig nichts. Genau. Du hast ja immer Stirndeckelprobleme normalerweise, ne? Du hast Ölwandprobleme, du hast Leitungsprobleme, also Servolenkung. Hier hast du ja wieder, hat er adaptives Fahrwerk? Ne, hat er nicht. Aber du hast halt immer mit diesem ganzen Gewusel, mit diesen Leitungen, die sind immer so oft geknickt. Dann machen die einen Bogen nach links und wieder nach rechts. Dann sind die immer an diesen Druckstellen immer undicht. Aber hast du hier alles gar nicht. Sieht alles gut aus. Wasserschläuche, genau wie hier. Guck mal, du hast hier oben zum Beispiel, hast du wie so einen Stern, wo diese ganzen Wasserleitungen abgehen. Ja. Das ist natürlich alles Kunststoff. Es wird warm und kalt und da gehen die natürlich alle kaputt und dann läuft irgendwann Wasser raus. Aber alles furztrocken. Wahnsinn. Also echt gut, ne? Mega. Alles sieht gut aus. Denk mal, den haben die neu schon mal gemacht. Guck mal hier. Da ist ein Conti-Riemen drauf, relativ neu. Ja. Sieht der aus. Also Riemen ist schon mal neu gekommen. Müssen die schon mal neu gemacht haben. Der hier auch. Der ist wahrscheinlich mal fliegen gegangen, weil das Ding dagegen kam. Und es kommt jetzt wieder dagegen, das hast du ja. Aber das müssen wir hier gleich ein bisschen runterbiegen, wenn du damit fahren willst, weil das geht immer automatisch wieder nach oben. Der Wagen bleibt hier. Achso, ja, okay. Dann der Wagen bleibt hier, ne? Ansonsten, ja, Querlenker hatten wir ja gerade schon, andere Seite war soweit okay. Ich sehe jetzt nichts Großes, also man sieht ja manchmal, wenn die Buchsen irgendwie zerrissen sind, leicht angerissen sind, dann macht man eher mal hier so einen Wackeltest, ne? Aber das sieht alles gut aus hier. Hier haben sie lenkungsmäßig mal irgendwas gemacht, weil... Ach ja, der Klassiker, ne? Wie beim M5 damals. Ja, aber hier auch undicht. Ja. Wahrscheinlich Lenkung undicht. Und hier haben sie Kabelbinder drauf gemacht. Und hier auf der anderen Seite ist es noch Serie, ne? Weil hier kommt normal immer so eine Original. Aber Lenkung undicht? Dann wäre doch hier irgendwo was. Ja, aber warum ist das hier so vergammelt? Das ist Fett einfach, oder? Ja, aber guck mal hier. Das sieht schon komisch aus irgendwie, ne? Ja, aber ist so dickes Fett. Also Lenkgetriebeöl rauskommen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einfach nur eine neue Schelle hier drauf. Ne? Eine, die da drauf gehört und fertig. Ja, dann würde ich sagen, dann sind wir doch von unten schon fast durch, oder? Sind wir von unten durch. Die Lager sehen auch alle gut aus hier, ne? Ich habe jetzt auch nichts gesehen am ersten Blick. Mhm. Hier kannst du sogar ganz schön sehen, wie deine Bremse abgefahren ist. Guck mal, wenn du den Belag hier siehst und ja, dann hier den Grat. Also ja, die vorne ist sie richtig tot. Scheibe auf jeden Fall auch neu machen, ja, ne? Scheibenbelege. Vorne ist richtig tot, mhm. Ja, dann? Fahrwerk original, nur andere Federn drin. Andere Federn, ne? H&R-Federn sind da drin, ja. Okay. Hier ist aber nicht das typische Problem Motorlager, das haben die eigentlich nicht bei denen, ne? Ich bin wirklich einmal, das ist das erste Mal, dass wir beide eine Bestandsaufnahme machen und dass keine Jups-Botschaften sind jetzt bis jetzt. Noch nicht. Noch nicht? Noch nicht. Wir müssen gleich Fehler auslesen, Motor. Da wird es jetzt nochmal richtig interessant. Also das ist ja wirklich, du hast das Auto tatsächlich gekauft, gesehen und diese Menge waren jetzt da, das wusstest du. Also es ist jetzt nichts Verdecktes. Nö, der ist hat mir jetzt aufgefallen, ne? Ich habe im ersten Video schon gesagt, der Händler war korrekt zu mir. Der hat gesagt, ey, das ist eine Bastelbude, da werden tausende Sachen kommen. Ah, okay. Und der hat gesagt, nichts, so, ne? Und ich habe ja gesagt, ja, ich bin YouTuber, deswegen, ne? Okay. Also ist alles gut, ne? Ich kann manchmal mit Hiobsbotschaften umgehen, weil die Leute das halt sehen wollen. Aber ja, bis jetzt, also ich sehe auch keinen Unfall, ne? Katar ist ja manchmal Unfall. Also Reserveradmulde habe ich mir angesehen, sieht ja hinten Bums nix mäßig und Lack war ja auch alles in Ordnung. Es wurde nur ein bisschen auf der linken Seite gespachtelt hier. Aber ich weiß nicht, warum immer alle Kabel so irgendwo ab sind. Weil guck mal, hier ist auch wieder zwei Halter, da sind die Kabel raus. Aus was für einem Grund auch immer. Weil am Motor hast du auch so ein paar Kabel, die irgendwo rausgemacht wurden. Ich würde mal sagen, wir lassen mal runter, oder? Ja, wir lassen mal runter und lesen die mal aus, oder? Lesen erstmal aus, bevor wir oben weiter reingucken, ne? Ich habe hier gerade mal nach den Scheinwerfern geguckt, weil die so blind sind. Wenn das Originale sind, sind die dann auch von Heller oder von BMW? Also hier würde dann stehen 2000, die Endnummer, nee, 2012 sind noch die Originalen. Guck mal, der ist noch original. Das heißt, der hat schon mal keinen Frontbums hier gehabt, auf der Seite, weil sonst wäre der Scheinwerfer nicht mehr der alte. Und der ist auch von 2012. Also beide Scheinwerfer sind von 2012, Erstzulassung. Ja. Ja, das heißt, der hat vorne keinen Bums auch gehabt, keinen drastischen Bums. Also würde ich mal behaupten, weil das ja passt. Aber deswegen sehen die natürlich auch so aus, wie die sind. Müssen wir mal gucken. Vielleicht kann mir der ein oder andere Zuschauer da einen Link zusenden bei Instagram für neue Scheinwerfer. Diese Streuscheiben sind richtig tot. Ich glaube, meine Brille hat auch einen Streuschaden. Ohne Scheiß, guck mal. Ja,
Du bist so schnell durch die Stadt, durch die Welt gelaufen, dass deine Brille Steinschläge gesammelt hat. So, Toni, jetzt liest du ja immer Fehler aus. Haben wir denn hier schon? Ja, 51 sind wir schon angekommen. Alles, was gelb ist, ist mit Fehler hinterlegt. Alles, was rot ist, findet das Steuergerät nicht oder meldet sich nicht. Ja. Und alles, was grün ist, logischerweise, ist dann natürlich ohne Fehler. Ne? Wir haben jetzt schon 51 Fehler? Wir haben schon 51 Fehler, ja. Und wir haben auf jeden Fall Fehler in beiden Motorsteuergeräten. Das hört sich auch nicht gut an, ne? Und hier zum Beispiel DSC-Fehler haben wir auch. Das könnte zum Beispiel auch dein Antriebsfehler sein, wie vorhin am Anfang schon gesagt. Das muss halt nicht unbedingt jetzt vom Motor kommen, ne? Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns erstmal die wichtigen an. Also ja, wir können jetzt erstmal hier auf Fehlerspeicher gehen. Wasserventil Fahrerseite, Kurzschluss nach Masse, könnte ein Kabelbruch sein. Wegleitung, integrierte Batteriesensor, Kurzschluss nach Masse könnte auch entweder Batteriesensor kaputt, also EBS, ne? Mhm. Intelligenter Batteriesensor, hier steht's. Ja, das ist ja auch nicht wichtig, ne? Nicht so wirklich. AOC-Sensor, was haben wir hier? Kamera, das ist jetzt auch erstmal unwichtig. DSC-Funktion nicht verfügbar, aber der Fehler ist gerade aktuell nicht vorhanden. Deswegen, vielleicht war der mal da und ist nicht gelöscht worden. Mhm. Das zeigt er natürlich alles mit auf. Also ich habe einmal bei ihm alle Fehler gelöscht. Also alle Fehler, die hier drin sind, die müssten jetzt einmal aufgetreten sein. Okay, hier haben wir jetzt, was wichtig ist, Gemischregelung. Bankübergreifend Gemisch zu fett. Das heißt, auf beiden Zylinderbänken misst er jetzt irgendwo, dass das Gemisch zu fett wäre. Also auf beiden Zylinderbänken? Genau, weil er sagt ja bankübergreifend, ne? Also Bank 1 und 2. Was könnte das heißen? Einspritzung falsch. Ne? Entweder zu viel Einspritzung. Aber warum? Das weiß ich jetzt nicht. Defekte Einspritzdüse zum Beispiel, ne? Ach so. Dann haben wir hier DME-Kühlung. Das würde das wieder erklären mit dem mit dieser Wasserpumpe, die da oben gerade als Fehler war, ne? Mhm. Weil der hat ja eine separate Kühlpumpe für deinen Kühlkreislauf und da gehen ja Leitungen an das Motorsteuergerät, damit das quasi Wasser gekühlt wird. Siehst du hier DME-Kühlung, Steuergerät zu heiß. Das ist natürlich auch nicht schön, wenn ein Steuergerät heiß ist, ne? Wir gucken uns jetzt mal die an. Jetzt kommt das Interessante, Verbrennungsaussetzer mehrere Zylinder. Da, guck mal. Jetzt wird es interessant, ne? Genau, da haben wir Zylinder 2 erkannt. Also der zweite scheint ja schon tot zu sein hier laut der Diagnose hier. Ne? Genau, dann sagt er mehrere Zylinder, abgasschädigend, Zylinder 2 abgasschädigend. Und jetzt kommt, Einspritzung wird abgeschaltet. Aber wie du siehst, hat er nur den einen angemeckert. Also das heißt, er hat jetzt hier akut nur auf einem Zylinder anscheinend irgendein Problem. Zylinder 2 meckert er deutlichst an mit Abschaltung. Gut, ich sag mal so, wenn er auf Zylinder 2 jetzt einen Fehler erkennt, wenn der Funke zum Beispiel überspringt, also Kerze kaputt oder Spule, würde er auch die Einspritzung abschalten, ist ja eine Sicherheitsfunktion. Er will ja nicht, dass der Motor kaputt geht. Das heißt, deswegen macht der Einspritzung, wird abgeschaltet. Ne? Könnte aber auch bedeuten, dass der an der Düse merkt, dass er entweder zu fett anläuft, ne? Weil die Düse kaputt ist, würde er dann quasi, wäre auch abgasschädigend, logischerweise. Ne? Also das ist jetzt, müsste man jetzt schauen, ne? Also machst jetzt erstmal die Kerze raus und die Spule. Schaust dir die an. Wenn die natürlich totgebrannt ist, kannst du natürlich eine Diagnose machen. Ne? Wie sieht die Kerze aus? Mhm. Warum ist sie verbrannt? Ist sie zu nass vielleicht? Dann weißt du, okay, alles klar, zu nass natürlich haben wir ein Kraftstoffproblem, zu viel Kraftstoff. Ist sie verbrannt, haben wir zu wenig Kraftstoff. Also Einspritzdüse zum Beispiel tropft, könnte sein. Genau, also Einspritzdüse würde ich sowieso einfach mal prophylaktisch mal tauschen. Von Zylinder auf Zylinder? Nee, eine neue. Die kosten nichts, die sind nicht so teuer. Ja, habe ich gehört, dass die nicht so teuer sein sollen. 100 Euro oder so. Ja, wir machen auch nicht hier diese Hamburger Move. Ja, also müssen wir auf jeden Fall Zylinder 2 überprüfen. Dann würde ich mal sagen... Ich würde hier Lautsprecher, weiß nicht, ob deine Lautsprecher alle funktionieren? Radio? Also wenn wir jetzt mal Richtung Innenraum gehen, der ganze Bordcomputer funktioniert nicht. Also du kannst nichts auf OK drücken und nicht auf Zurück drücken. Jetzt zeige ich dir nur die Fehlermeldung an. Mhm. Du kannst nichts auswählen, ich kann keine Musik, also ich kann gar nichts machen. Plus Klima ist immer auf heiß. Kannst nicht auf kalt regeln, nichts. Ja, wichtig ist, Zylinder 2 müssen wir uns drum kümmern. Ne? Also aus technischer Sicht sind wir jetzt erstmal so weit angelangt. Ich würde jetzt mal sagen, dass... Also, so, wir dürfen uns nicht zu früh freuen. So, sowieso. Denn wenn auf Zylinder 2 ein Schaden am Kolben, Kolbenring, Ventil, irgendwas, Zylinderlauffläche, was wir jetzt erstmal nicht gucken können, aber wenn da irgendwas vorhanden ist, dann haben wir doch ein größeres Problem. Weil da müsste wieder der Motor raus, etc. Und ob sich das lohnt, das müssen wir dann schauen. Von daher würde ich sagen, das klären wir im zweiten Teil. Genau. Weil da machen wir dann eine Kompressionsdruckprüfung. Genau, weil wir können das ja mal kurz hier zeigen. Weil das Problem ist, Toni sagt, da kommst du nicht mal eben dran, da musst du schon eine Menge genau. wegbauen. Ne? Also wir haben jetzt halt wir hätten jetzt ein bisschen Arbeit damit. Also wir müssen die Luftfilterkasten abbauen, wir müssen die Steuergeräteeinheiten hier abbauen. Wir müssen hier das alles quasi so ein bisschen freilegen, damit wir natürlich an die Kerzen kommen. Also die Spulen müssen natürlich ausgebaut werden. Und deswegen, das wäre jetzt halt auch mit ein bisschen mehr Arbeit verbunden. Und das Auto ist natürlich jetzt noch heiß.
Und dann würde ich einfach sagen, ich glaube, wir haben ja eh relativ viel Material jetzt für die Aufnahme schon. Ja, das, also der Teil, der war auch sehr informativ, würde ich sagen. Von daher, wie gesagt, klären wir den zweiten Teil. Müssen wir klären, was hat es mit Zylinder 2 auf sich? Genau. Haben wir einen Motorschaden, ja oder nein? Ja. Und dann sehen wir uns wieder im zweiten Teil. Lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo.